Oh, thought that was a torpedo hit. Return to battlefield. Don't tell me how to live my life, man. Because I gotta kill this guy. Oh! What was that? A Type 140 Jaguar. Now, it said we got killed by the guns. That thing, does that have a 114? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play War Thunder mit Implied. Heute wieder die Naval Forces. Und ihr habt es schon im etwas längeren Einspieler gesehen. Bei den letzten Aufnahmen habe ich mich mit dem Baron von Games gebängelt. Und interessanterweise haben wir beide in etwa dieselben Videoschnipsel ausgewählt für unsere Videovorstellung. Ich war jetzt einfach mal so frech und habe ein paar Minuten von ihm geklaut. Da kann man dann auch mal ein Gefecht aus der Sicht der anderen Seite sehen. Natürlich war ich ein bisschen stolz, dass ich ihn abgeschossen habe, aber ich gebe auch ganz ehrlich zu, im Match habe ich dann gar nicht mitgekriegt, dass der mit dabei war. Gut, ab und an stößt man auch mal auf Prominenz und man kann sehen, auch der spielt in etwa genauso bescheuert wie ich diese Schiffe. Heute möchte ich euch zwei Schiffe vorstellen. Einmal den Marinefährpram, den wir bei den Deutschen finden. Der ist ja letztens schon mal spielbar gewesen. Ich bin nur nicht dazu gekommen, ein Video fertig zu machen. Und dann natürlich das deutsche Schnellboot, das bis weit in die, ich glaube, 80er Jahre hinein und in der Türkei sogar bis ins Jahr 2000 hinein benutzt worden ist. Die Jaguar oder das Jaguar oder der Jaguar, wie sich dieses Schiff auch immer nennt, letztendlich egal. Bei dem Marinefährpram vielleicht so ein paar interessante Infos. Die Dinger sind tatsächlich entwickelt worden, um die Deutschen ja darin zu unterstützen, irgendwann mal in England zu landen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, bis zum Ende des Krieges, es ist also tatsächlich die ganze Zeit weiter produziert worden, auf vielen verschiedenen kleinen Werften, bis zum Ende des Krieges sind knapp 700 dieser Marinefährprame hergestellt worden. Mit allen Untertypen, mit allen Variationen, die es da gegeben hat. Im Spiel stellen diese Schiffe so ungefähr die höchste Evolutionsstufe bei den Booten dar. Und ihr werdet das nachher auch sehen, die Teile sind extrem schwer mit Bewaffnung kaputt zu bekommen. Torpedos ist da wieder was anderes. Die stecken enorm viel ein. Sie teilen richtig gut aus. Also so richtig heftige Trollboote. Bei dem Jaguar sieht es wieder ganz anders aus, der ist sehr, sehr verletzlich und empfindlich. Warum ich euch das jetzt so erzähle und das auch gleich im Zusammenhang im Video zeigen werde, diese beiden Boote, ist, dass die im Haitier-Bereich angesiedelt sind. Liegen ungefähr vom BR her so im Bereich um 6. Plus, minus, je nachdem, wie Gaijin sie hinterher tatsächlich einordnet. Und mir ist ein Punkt ganz extrem aufgefallen bei den Naval Forces. Ich glaube, die werden Probleme bekommen, die Naval Forces im Zusammenhang mit den Battle Ratings vernünftig zu balancen. Denn Torpedos führen fast alle Boote bei den Naval Forces mit sich. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, die kein Torpedo abschießen können. Die Torpedos sind aber alle so mächtig, dass selbst ein Reserveboot, das Torpedos mit sich führt, ohne Probleme ein theoretisches High-Tier-Boot, ein Tier 5, mit einem einzigen Treffer versenken könnte. Außerdem ist mir aufgefallen, je höher die Besatzung bei den Booten ist, umso schwieriger wird es natürlich, diese Boote mit der eigenen Bordbewaffnung nach und nach zu zerlegen. Man kann unendliche Tonnen von Material zum Gegner rüberschicken, bis der dann tatsächlich irgendwann mal effektiv außer Gefecht gesetzt worden ist. Wenn zwei Schiffe sich jetzt tatsächlich nur mit ihren Bordkanonen bekämpfen würden und es wird niemand anderes eingreifen, können die durchaus mehrere Minuten aufeinander einschießen, bis dann irgendwann eventuell mal ein Gegner stattfindet. Hinter diese Funktion sind natürlich auch viele Spieler mittlerweile gekommen und was ich leider Gottes immer öfters feststellen muss, ist, dass es bei den Naval Forces aktuell nur eine einzige Taktik gibt, die viel Erfolg verspricht. Nämlich mit meinem kleinen, schnellen Rennboot, je schneller, desto besser, möglichst schnell zum Gegner rüber zu flitzen, ihn quasi zu rammen und nur 2, 3, 5 Meter vorher kurzfristig die Torpedos auszuklinken, dann ist der Kill fast in sicheren Tüten. Ganz am Anfang des Pre-Beta-Testes noch nicht ganz so oft vorgekommen. Mittlerweile, wenn am Wochenende die Tests stattfinden, stellt man immer öfters fest, dass genau das das Spielprinzip ist, wohin es aktuell führt. Und hier würde ich mir einfach wünschen, dass Gaijin sich eine Lösung einfallen lässt, dass eben genau diese Spielmechanik nicht
das Standard-Report war, der Spieler in Zukunft sein wird, denn damit kann man sich auch einiges bei den Naval Forces kaputt machen. Ich persönlich bin ja eher ein Freund von richtigen Gefechten. Dieses ganze Gerusche, wisst ihr selbst, ist nicht so mein Ding. Bei den Naval Forces sehe ich aktuell tatsächlich die Gefahr, egal ob AB oder RB, den wir ja noch nicht ganz so oft hatten, wird es letztendlich darauf hinauslaufen, dass die Boote mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zupreschen. Kurz bevor man den anderen rammt, quasi werden die Torpedos ausgeklinkt. Und dann ist es so, derjenige, der versenkt, bekommt dementsprechend Kohle und Punkte. Vielleicht sollte man auch hier überlegen, so wie wir das ja auch teilweise bei den Raketenpanzern immer wieder vorschlagen, eine Aktivierungszeit für die Torpedos einzuführen. Das kann man auch grafisch darstellen. Da gibt es ja diese Zielmarkierungslinie, die man, wenn man einen Torpedo abschießt, quasi kurz vorher eingeblendet bekommt. Und da könnte man den ersten Teil dieser Zielmarkierungslinie, die dort auf dem Wasser liegt, rot einfärben. Und alles, was in diesem Bereich jetzt eventuell mein Torpedo kreuzen würde, würde überhaupt gar keinen Schaden bekommen, weil der Torpedo noch nicht scharf ist. Das würde die Spieler dazu zwingen, tatsächlich die Torpedos auch auf Distanz einzusetzen. Und ich glaube, das würde die ganze Spielbarkeit der Naval Forces um ein Vielfaches interessanter machen. Ob Gaijin sich allerdings auf solche Sachen einlassen wird, wird die Zukunft zeigen. Ich persönlich habe im Moment ganz ehrlich Angst, dass die Naval Forces so ein bisschen in diese Richtung abdriften. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass von den drei Teilstreitkräften, die wir im Spiel haben, eventuell irgendwann die Naval Forces aufgrund der Spielmechanik die unbeliebteste Teilstreitkraft sein wird. Warten wir es ab. Ich habe für euch die beiden Gefechte vorbereitet. Viel Spaß. So, und auch den Text spreche ich jetzt ganz normal drüber. Ich hatte also nicht das Mikrofon an, als ich das für euch aufgezeichnet habe. Und das ist der Marine-Fairpram, den wir aktuell im Spiel bekommen. Ich vermute mal, davon wird es auch ein paar mehr geben, denn das Ding wurde in unterschiedlichen Variationen hergestellt. Was, glaube ich, am extremsten auffällt, ist erstmal die Tatsache, dass das Ding arschlangsam ist. Und wenn man so ein bisschen im Internet recherchiert, wie langsam der jetzt in der Ausführung tatsächlich gewesen ist, der soll gerade mal mit 8 Knoten unterwegs gewesen sein, was wohl daran gelegen hat, dass das Ding mit den ganzen Aufbauten und der Bewaffnung so schwer geworden ist, bei so wenig Motorleistung, dass eben mehr Tempo einfach nicht mehr drin gesessen hat. Gut, die Dinger sind auch nicht großartig eingesetzt worden. Soweit ich weiß, hat man sie in Russland auch noch ein bisschen eingesetzt. Nach England sind sie nie gefahren. Was ganz besonders auffällt bei diesem Boot ist, dass es eine enorme Feuerkraft hat. Und das kann man sich ja jeder denken. Wir haben eine 8-8, die allerdings nur mit Shell-Munition oder Splitter-Munition, wobei die meisten Boote ja eben auch nicht dementsprechend gepanzert sind, dass man andere Munition benötigen würde. Ob es da später auch noch andere Munitionstypen geben wird, falls stärker gepanzerte Boote ins Spiel kommen, die dann eben nicht so leicht zu knacken sind, müssen wir einfach mal abwarten. Und ihr seht das jetzt auch hier schon, wenn man das Fadenkreuz, anders als bei den Panzern, man muss ja also nicht irgendwelche Höhenrichtwinkel oder sonst irgendwie was berücksichtigen, wenn man das Fadenkreuz auf den Gegner hält, so wie ich das jetzt hier mache, ihr seht das, dann landet man tatsächlich da hinten auch Treffer. Die ballistische Kurve wird aktuell vom Spiel selbst berechnet. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut finden soll oder nicht so gut finden soll. Andersrum, das hier ist jetzt das Fernglas. Vielleicht liegt es auch daran, eine Visieransicht, so wie wir das aus den Panzern zum Beispiel kennen, gibt es hier ja nicht. Das ähnelt dann schon mehr so der Schützenansicht in den Flugzeugen vielleicht. Ich hatte das ja schon in früheren Gameplays zu den Schiffen gesagt, es wird sicherlich notwendig werden, dass man die einzelnen Bewaffnungstypen dann auch dementsprechend auf einzelne Tasten legt. Als ich das hier aufgezeichnet habe, vor ca. 14 Tagen, hatte ich das auch noch nicht gemacht. Da hatte ich meine Tastatur noch nicht dementsprechend konfiguriert. Mittlerweile habe ich das nachgeholt. Das heißt also, wenn jetzt der nächste Test anliegt, werde ich dann nochmal versuchen, die Bewaffnung separat über die einzelnen Hotkeys anzusteuern und zu gucken, was das für einen Effekt hat. Ihr seht das aber, es ist trotz der ganzen Bewaffnung, die ich jetzt so an Bord habe und obwohl ich auch relativ häufig da drüben treffe, ist es gar nicht so einfach, einen Gegner zu vernichten. Wobei hier bei diesem PT-314-Boot, das wir da vorne als Gegner haben,
Nicht viel Panzerung, nicht viel Besatzung. Wenn man da ordentlich reindeppert, so wie ich das jetzt gemacht habe, kriegt man das schon relativ zügig hin. Bei anderen Booten fällt es um einige schwerer. Da gibt es ja zum Beispiel auch dieses, ich glaube, da vorne haben wir gerade so eins, ein russisches Boot mit zwei T-34-Türmen. Da ballert man schon um einiges länger rein. Vor allen Dingen, die Türme sind sehr, sehr schwer zu knacken. Vor allen Dingen dann eben nur mit Shell-Munition, könnt ihr euch vorstellen. Und da sind wir jetzt hier so an so einem Punkt. Das sind so dann Schlachten, die finde ich irgendwie schon richtig geil. Da kämpfen sich zwei Besatzungen bis aufs Blut, bis irgendwann der eine den anderen besiegt hat. Dann gibt es allerdings auch die kleinen Torpedoboote und die kommen einfach mal herangebrettert, wie so eine kleine Wildsau, und hauen einem den Torpedo quasi direkt vor den Rumpf. Da kann man dann auch nicht mehr ausweichen oder sonst was, dann ist man tot. Und ich glaube, dass diese Art der Spielmechanik letztendlich dazu führen wird, wenn man das so beibehält, dass das so funktioniert, dass wahrscheinlich die meisten Spieler genauso spielen werden. Ob das dann unterm Strich allen Spaß machen wird, oder hier habt ihr das jetzt gesehen, da ist so ein Punkt, ne? Die LKPT ist von der Seite gekommen und hat, ihr habt es gesehen, als ich gerade gekillt worden bin, im letzten Moment ist es noch hinter mir hergezogen, hat 5 Minuten vorher ausgeklingt. Das heißt also, ich habe ein relativ schwer zu zerstörendes Boot mit einer sehr, sehr hohen Feuerkraft, und dieses ganze Paket würde tatsächlich richtig geil was bringen, wenn man auf gleichwertige Gegner trifft, die man eben auch so bekämpfen kann. Dann kommen allerdings diese kleinen Torpedoboote um die Ecke geflitzt, teilweise ja sogar mit fast bis zu 100 Stundenkilometern. Und ich glaube, das führt unterm Strich dann dazu, dass später die Leute, die diese Schiffe hier steuern, vielleicht ein bisschen gefrustet sein können. Ich will da noch nicht unken oder sowas, aber der Verdacht könnte da sein, weil wir ja auch aus den anderen Teilstreitkräften immer wieder sehen, dass die eine oder andere Mechanik ausgehebelt wird durch ein Gameplay, das dann nicht mehr viel mit realistischem Modus oder so zu tun hat, einfach weil es effektiv ist, weil es einem in einem Match Vorteile bringt, weil man dadurch viele Kills hat, weil man dadurch viele Punkte abstaubt, viele Silverlines bekommt. Ich hoffe einfach mal, dass Gaijin dafür eine Lösung finden wird. Wie gesagt, wir befinden uns nur in einem Prä-Beta-Test, also es ist nicht mal der Beta-Test. Dann würde eben noch dieser Beta-Test kommen, wo man ja auch noch das eine oder andere ändern kann. Vielleicht kommt zumindest bei den Torpedobooten im RB und SB, wenn es den dann geben wird, da habe ich ja noch gar nichts von gehört, sowas wie eine Aktivierungszeit für die Torpedos. Das würde vieles von dem, was letztendlich dann auch für Frust sorgen würde, sicherlich von vornherein aus der Nummer rausnehmen. Hoffe, Gaijin sieht das genauso und ist sich dessen auch bewusst. Flugzeuge meiner Meinung nach sind hier weniger das Problem. Also obwohl in jedem Gefecht Flugzeuge angeboten werden und auch sehr, sehr viele Spieler diese Flugzeuge eifrig nutzen, ist die Wahrscheinlichkeit, von einem gegnerischen Schiff oder Torpedo versenkt zu werden, um ein Vielfaches höher als durch Flugzeuge. Weswegen ich jetzt ganz vorsichtig einfach auch mal so ein bisschen vorhersagen werde, die Flugzeuge werden nicht so eine große Rolle in den Naval Forces spielen, wie sie das aktuell in den Ground Forces tun. Aber ihr seht das hier schon, die Kanonen sind unheimlich böse, sie teilen unheimlich heftig aus. Und dadurch, dass wir auch so viel Bewaffnung mit uns führen, man kann im Grunde genommen auch hingehen und einfach auf alle Schiffe mal einfach so draufhalten so ein bisschen. Und wenn dann andere die versenken, staubt man einen Assist nach dem anderen ab. Und Assists werden ja aktuell auch sehr, sehr gut im Spiel belohnt. Ob das so bleiben wird, müssen wir mal abwarten. Ihr seht, hier habe ich versucht, tatsächlich über den Vorhaltepunkt den Gegner zu treffen. Das funktioniert auch, wenn man ein bisschen Übung hat. Und wieder haben wir einen versenkt. Also aktuell würde ich sagen, ist der Marine Fairbram OP. Im Gegenzug oder im Verhältnis zu den Gegnern, mit denen er hier im Pre-Beta-Test gematcht worden ist. Da ist der Fairbram sicherlich mit Abstand das stärkste Boot. Der steckt einiges von normalen Geschossen ein. Der teilt unheimlich böse aus. Der hat eine unheimlich hohe Quote, was das Versenken von Gegnern angeht, was er eben nur über die Bordbewaffnung macht. Aber eben auch sehr, sehr, sehr verletzlich. Ein
Torpedoboot, das in die Nähe kommt und die Torpedos ausklingt, ausweichen mit diesem Boot definitiv nicht möglich. Der dreht nicht, der fährt nicht zurück, der bremst nicht. Der bleibt einfach nur stur in der Spur und wenn derjenige sein Torpedo richtig ausgeklingt hat, dann heißt das Klick Licht aus und das Thema hat sich für uns erledigt. Wir müssen einfach abwarten, was alles für Schiffe kommen, wie die hinterher miteinander kombiniert werden. Aber gerade hier bei den Schiffen denke ich, ihr kennt das ja aus den Ground Forces, wer mit einem Reservepanzer einen Tier 5 Panzer abschießt, wird enorm gut dafür belohnt. Und bei den Naval Forces bietet sich das noch mehr an als bei den Panzern. Wenn ich mir hier ein Tier 1 Boot nehme mit Torpedos und dann in einem Tier 5 Gefecht zu meinem Gegner rüberbretter und nur ein Tier 5 Schiff mit meinen Torpedos versenke, was ohne Probleme möglich sein wird, dann werde ich eine Belohnung bekommen, die ist jenseits von Gut und Böse. Und da sehe ich eben auch eine dieser Gefahren, die ja das Gameplay teilweise dann schon erheblich stören oder sogar kaputt machen können. Aber nach wie vor muss man sagen, wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt. Mittlerweile merkt man auch, dass es bestimmte Punkte gibt, die man als erstes unter Feuer nehmen sollte. Also wenn ihr selbst mal bei den Naval Forces unterwegs seid oder wenn sie dann in der Beta drin sind, versucht immer als erstes auf den Punkt zu schießen, wo der gegnerische Steuermann oder der Kapitän ist. Und in dem Moment ist das Boot, wenn ihr die entsprechende Figur tötet, ist das Boot nicht mehr steuerbar. Das heißt, er behält seinen Kurs erstmal bei, bis er durch ein anderes Besatzungsmitglied ersetzt worden ist. Bringt natürlich den einen oder anderen Vorteil, dass er zum Beispiel seine Torpedos nicht in eure Richtung abschießen kann, wenn er sich nicht gerade zufällig sowieso schon in eure Richtung bewegt. Und dann sollten alle weiteren Geschosse versuchen, die Besatzung, die sich an den Waffen befindet, zu töten. Auch hier, Übung macht den Meister. Je öfter ich das gespielt habe, je mehr ich das gemacht habe, umso sicherer hat das dann auch mit dem Vorhalten funktioniert. Muss man mal ganz ehrlich so sagen. So, wir haben verloren, aber ihr seht das, relativ gut ausgeteilt. 5 Schiffe versenkt, 4. Platz, unheimlich viele Punkte. Muss man einfach mal abwarten, wie es weitergeht. Ich fand das Boot richtig klasse und wird sicherlich die Ecke sein, wo ich als erstes bei den Schiffen forschen werde, wenn sie dann da sind. Das wird der Bereich sein, in den ich als erstes primär rein forschen werde. So, wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Da geht es um das Jaguar-Schnellboot BR aktuell im Pre-Beta-Test 6.0, wobei das noch gar nichts zu sagen hat. Kann auch sein, dass Gajin hier einfach rein fiktive Zahlen mal so vergeben hat. Denn wie ein 6.0er Boot fühlt es sich nicht wirklich an. Es ist unheimlich verletzbar, es ist leicht zu zerstören, steckt nicht viel ein. Und das, obwohl wir eine Besatzungsstärke von fast 40 Mann haben, werden wir doch relativ zügig zerstört. Und als ich an diesem Test teilgenommen habe, das war jetzt das letzte Wochenende, wo auch hier der Baron von Garmis mitgemacht hat, hatte ich so den Eindruck, dass man an der Abschussvorrichtung der Torpedos wieder irgendetwas geschraubt hatte. Mir fiel das um ein Vielfaches schwerer, Torpedos ins Ziel zu bringen, als das vorher der Fall gewesen ist. Der Grund ganz einfach, sobald wir die Leertaste gedrückt halten, bekommen wir die theoretischen Laufbahnen der Torpedos angezeigt. So, und wenn wir jetzt das Boot in die richtige Richtung drehen, beziehungsweise die Kamera in die richtige Richtung drehen, werden diese weißen Laufbahnen grün und das bedeutet, so den Torpedo, hier könnt ihr das jetzt sehen, die beiden Torpedos kannst du abschießen und die schwimmen dann in die Richtung. Leider Gottes machen die das aber nicht. Es liegt so ein bisschen daran, wie ich die Kamera eingestellt habe. Das heißt, wenn ich mit der Kamera falsch rüberschwenke und dann versuche zu zielen, bekomme ich zwar einen grünen Balken angezeigt, aber die Torpedos gehen in eine ganz andere Richtung. Und so wie es sich aktuell darstellt, ich kann das schlecht erklären, wie die Mechanik dahinter funktioniert, weil ich selbst noch nicht verstanden habe, aber so wie es sich aktuell darstellt, ist es sehr, sehr schwer damit überhaupt ein Torpedo auf einen vernünftigen Kurs zu bringen. Und ich meine, in den letzten Tests hat das um ein Vielfaches besser geklappt. Hier bleibt einfach abzuwarten, wie das tatsächlich vonstatten gehen wird. Hier seht ihr das jetzt nochmal wieder, da ist der grüne Pfeil. Und der Torpedo
läuft raus. Ab und an ist das aber je nachdem, wie die Kamera eingestellt ist. Und hier hatte ich jetzt schon wieder so ein bisschen Übung damit. Ist es halt so, dass ich einen grünen Pfeil angezeigt bekomme und meine... Da hinten ist jetzt Baron von Garmis. Meine, dass mein Torpedo jetzt in die Richtung gehen würde. Ich feuere ihn ab, aber er weicht um 10, 15 Grad ab. Und das ist eigentlich ein bisschen Quatsch. So, hier ist jetzt die Szene, die wir eben im Intro gesehen haben. Aus meiner Sicht, er konzentriert sich auf das eine Boot. Ich fange an, in ihn reinzuballern. Und ja, da war er dann vernichtet. Wir sind in diesem Test noch öfters aufeinander getroffen. Ich weiß nicht, ob die Szene gleich auch nochmal zu sehen ist, wo er auf Grund gelaufen ist. Fand ich auch ziemlich lustig. Und da hat es mich dann auch erledigt. Was mir halt am meisten zu denken gibt, ist, dass man bei den Flugzeugen und auch bei den Panzern einen sehr, sehr deutlichen Unterschied zwischen dem Tier 1 und dem Tier 5 Bereich zum Beispiel erkennt. Brauche ich nicht großartig erklären, ihr spielt alle das Spiel, ihr wisst, was ich meine. Und diesen großen Unterschied zwischen Tier 1 und Tier 5, den vermisse ich tatsächlich hier so ein bisschen bei den Naval Forces. Denn die Tier 1 Boote, die bisher vorgestellt worden sind, hatten alle Torpedos an Bord, hatten alle Wasserbomben an Bord, hatten alle Geschütze, die ordentlich ausgeteilt haben. Und dasselbe trifft dann auch für die Naval Forces oder für die Tier 5 Naval Forces zu. Die haben alle Torpedos, die haben alle Wasserbomben, die haben alle ordentlich Geschütze. Und im Grunde genommen kann jeder gegen jeden kämpfen. Das Tier 1 Boot hat hier genauso viele Möglichkeiten und Chancen wie das Tier 5 Boot. Und ich glaube, das wird extremst schwer, da ein vernünftiges Balancing und Matchmaking hinzubekommen. Vor allen Dingen, wenn die Belohnungssituation, da ist nochmal wieder der Baron, wie er auf Grund fährt, ich übrigens auch, die Belohnungssituation, wenn die so bleibt, dann werden wir es sehr oft in den Naval Forces in Zukunft sehen, dass Low-Tier-Boote sich in High-Tier-Gefechte mischen werden, um da die dicken Belohnungen abzustauben. Weil sie es eben auch können. Da bleibt einfach abzuwarten, wie sich das dann darstellt. So, ich kriege ihn leider Gottes nicht kaputt, obwohl ich alle Männer oben einen reindrücke. Er ist allerdings auf Grund gelaufen, das hat er in seinem Video auch gesagt, weil ich ihm vorher den Kapitän ausgeschaltet habe. Er konnte also nicht mehr steuern, weswegen sein Boot dann stumpf da auf den Strand draufgefahren ist. Und das hat ihm letztendlich natürlich dann auch ja, das Schiff gekostet, weil er da nicht mehr runtergekommen ist. So ist das nun. Ihr seht das, auch relativ viele Flugzeuge in der Luft. Das ist allerdings überhaupt gar kein Problem. Ich kann mich nicht daran erinnern, das ist wieder der Baron, dass ich ihn oder dass ich öfters von Flugzeugen rausgenommen worden bin. Ich bin also in der Regel, wenn ich rausgenommen worden bin, tatsächlich von Geschossen oder eben von Torpedos rausgenommen worden. Wobei mit diesen schnellen Torpedobooten, so wie jetzt hier diese Jaguar-Klasse, ist es durchaus auch möglich, Torpedos auszuweichen, was eben mit schweren Schiffen, so wie dem Marine-Fairpram, fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und dementsprechend denke ich, kann das tatsächlich in der Kombination auch Tier 1 und Tier 5 vielleicht sogar zu Problemen führen. Was ich halt vermisse, aber ich denke, das ist auch realistisch, so wie es hier dargestellt wird, dass ich eben mit meinen Kanonen ein heranbrausendes Schnellboot schnell genug zerstören kann. Das funktioniert hier nicht. Das heißt also, wenn das Schnellboot sich nicht zu doof anstellt, dann sollte es relativ schnell und zügig an einen großen, langsamen Gegner rankommen, weil eben auch die Karten sehr, sehr klein sind. Und die Chance, dass er dann den Gegner abschießt, ist sehr, 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 sehr hoch und da kann derjenige mit dem schweren Tier 5 Boot nicht viel gegen machen. Gut, das sind die beiden Boote, die ich euch vorstellen wollte. Technische Daten oder sowas kann ich euch noch nicht dazu geben, weil wir die selbst nicht großartig kennen. Das heißt also, wir, wenn wir an diesem Test teilnehmen, können wir die Boote dann auswählen, quasi wenn das Match beginnt. Da kann man sich zwar so ein bisschen die Stat-Karte ganz kurz durchlesen, aber jetzt hier eine Analyse machen, wo ist das Schiff, wer weiß, wie gepanzert, welche Möglichkeiten hat es, wo sind Stellen, die ich dem Gegner zudrehen kann, weil sie besser gepanzert sind. Das können wir im Moment noch nicht machen, das werden wir machen, wenn die Beta da ist und wir uns tatsächlich dann auch mal solche Schiffe im Hafen mit Ruhe angucken können.
Nach wie vor bin ich begeisterter Naval Forces Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich mir sage, wenn die so bleiben, wie sie jetzt sind, werden die vielleicht nicht ganz so viele Freunde bekommen, wie Gaijin sich das erhofft. Und ich denke, das wird dann eher so eine Teilstreitkraft werden, die man zwischendurch mal spielt, um was anderes zu machen. Und nicht so wie bei den Panzern, wo man sich tatsächlich reinsteigern kann und ein Gefecht nach dem anderen, weil jedes Gefecht anders ist. Hier sind wir immer auf Wasser, hier sind immer irgendwelche kleinen Inseln im Weg oder sonst irgendwie was. Und hier kann jeder jeden rasend schnell versenken. Das ist ja also eine riesengroße Materialschlacht und mehr ist es nicht. Da haben wir wieder den Baron. Wir haben uns den ganzen Abend geprügelt. Ich habe das alles erst mitbekommen, als ich mir das Videomaterial angeguckt habe. Da habe ich geschnallt, ach du Scheiße, du hast die ganze Zeit dich mit Baron von Garmes geprügelt. Und der soll auch einen dicken Hals gehabt haben. Weil er keine vernünftigen Aufnahmen in Kasten gekriegt hat. Ich habe mir sein Video angeguckt. Ist auch hier aus diesem Match. Und da hat er auch nicht, wer weiß, wie viel gerissen. Dem geht es also genauso wie mir. Man hat ein bisschen Zeitdruck und muss dann trotzdem versuchen, einigermaßen vernünftiges Material zusammenzubekommen. Zumindest was das angeht, kann ich mich mit ihm messen. Okay, Leute. Ein Einblick in die Naval Forces. Ich werde euch natürlich weitere Naval Forces Videos liefern, sobald es wieder was Interessantes zu berichten gibt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bedanke mich jetzt schon im Voraus für eure Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Ich denke, jetzt müsste auch der Patch unmittelbar vor der Tür stehen, wenn er nicht gerade schon rausgekommen ist. Und dann haben wir wieder etliche Panzer, sprich Fahrzeuge, die ich euch zeigen und vorstellen kann. Ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß im Spiel. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Impeed.